Du lebst.
Herzlich willkommen in der FCGW. Es ist so schön, dass du da bist. Der Gottesdienst beginnt in... Heutigen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Guten Morgen. Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen an alle, die wir heute hier versammelt sind und gemeinsam diesen schönen Pfingstfest-Gottesdienst in unserer freien Christengemeinde Wiesbaden feiern dürfen. Egal, wo wir sind, hier unten im Saal, ihr live dabei am Livestream oder von unterwegs. Dank der Technik ist hier alles möglich. Besonders begrüße ich aber diejenigen, die heute das erste Mal bei uns sind, am Livestream oder hier. Herzlich willkommen. Fühlt euch wohl in unserer Mitte und zu Hause. Ja, sicherlich habt ihr schon gemerkt, die Reihen sind etwas gelichtet. Ihr braucht keine Sorge haben, das ist nur heute so. Warum? Wir haben heute Gemeindeausflug oder schon seit Freitag bis morgen ca. 130 Mitglieder unserer Gemeinde. Und das Gute ist, jung und alt, vom Babyalter bis weit über 80. Alle sind dabei, wollen Gemeinschaft haben, wollen sich vergnügen, wollen Gottes Wort haben, hören, schön essen. Ja, das nennt man Freizeit. Aber seid getrost, auf all diesen freien Stühlen, da können sich die Engel Gottes lagern. Denn sie werden unseren Gottesdienst sich aufsuchen. Ja. Jetzt ist für euch die Gelegenheit, ach, erst möchte ich für die Freizeit noch beten. Ja, ich habe Dank, dass wir diese Möglichkeit haben, in unserer großen Gemeinde Freizeit gemeinsam zu feiern. Oh Herr, und Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du gerade jetzt mit allen unseren Lieben bist, wo sie finden, Freizeit. Schenk ihnen gutes Wetter, schenk ihnen eine gute Gemeinschaft, schenk aber auch Bewahrung, Jesus, dass nichts passiert, gerade mit Jugendlichen und Kindern hier. Ja, lagere dich mit deinem guten Geist bei ihnen, Herr, und lass ihnen wohlgehen. Ich danke dir dafür. Amen. So, jetzt habt ihr Gelegenheit, euch mal kurz untereinander zu begrüßen. Winkt mal dem Nachbarn zu und sagt Hallo. Vielleicht kennt ihr euch noch nicht alle. Ja, das gehört zu unseren guten Pflogenheiten, einander zu begrüßen. Ja, das hält auf und bricht das Eis ein bisschen. So, bevor wir aber in den Lobpreis gehen, habe ich wie üblich einen ganz kleinen Kurzgedanken mitgebracht. Ja, und zwar einen Gedanken der Ermutigung. Wir alle bringen doch oder haben heute Gedanken mitgebracht heute Morgen und Gefühle in diesem Gottesdienst. Und ich auch. Darum lasst uns alles, was uns bewegt, uns bedrückt, ja vielleicht so sorgenvoll macht, vor Gottes Gnadenthron während der Gebetszeit bringen und vor ihm ausbreiten. Warum? Das Wort Gottes, das wir heute hören werden, kann uns stärken. Kann uns neuen Mut geben, den wir brauchen. Vielleicht brauchst du gerade heute Morgen einen neuen Zuspruch, Trost. Oder du brauchst Gebet. Alles ist möglich bei Gott. Ich, jetzt komme ich zu mir persönlich, habe persönlich erkannt, die wahre und die richtige Hilfe, woher kommt die? Von unserem Gott, dem allmächtigen Schöpfer Himmel und der Erden. Von ihm allein. Ich habe oft erlebt, wie er mir geholfen hat. Warum? Weil er mich liebt, weil er dich liebt. Ja, weil ich ihn erfahren habe. Er ist allmächtig und er kennt unsere Not, er kennt unsere Bedürfnisse. Ja, er kennt auch alle unsere geheimen Wünsche. Bei ihm ist nichts möglich. Er möchte, dass es dir und mir uns gut geht. Jesus hat gesagt, kommt her, alle zu mir. Ihr mühselig,
die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken und ich will euch auch Ruhe geben für eure Seele, Herr. Und mit dieser Erwartung dürfen wir jetzt in den Lobpreis gehen und dieser freudigen Einladung von Jesus kommt, Herr, alle, die böselig und beladen seid, ich will euch erquicken, wahrnehmen. Und Gott segne euch für euren guten Lobpreis. Moin, moin. Richtig cool. Ich sehe ein paar Kinder hier. Wir haben nämlich keinen Kindergottesdienst, aber es ist richtig cool, dass ihr hier seid. Fühlt euch wohl und ihr müsst nicht einfach nur still sein, sondern das darf, wir verstehen uns hier als Familie und bei einer Familie darf es auch mal ein bisschen lauter sein. Ihr dürft euch, müsst nicht nur still sitzen bleiben, wenn ihr das nicht wollt. Ja. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir einfach ja, uns ausrichten auf Gott, wo wir ihm zusingen wollen, was auf unserem Herzen ist, wo wir ihm Danklieder zusingen wollen, wo wir unser Herz ihm ausschütten wollen, wo wir ihn anbeten wollen. Und ich mag euch einladen, euch einfach einzuklinken. Ja. Da muss man nicht nach links oder rechts gucken, sondern es ist einfach nur wichtig, auf ihn zu gucken, ihn Jesus in den Fokus zu nehmen und ihm das zu bringen, was auf deinem Herzen ist. Und dazu mag ich euch heute Morgen einladen. Wir feiern dich, Gott.
bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen, Herr. Ich will dich immer preisen, Herr. Hier bin ich, um dich zu finden, denn du schenkst mir Gnade, Herr. Anbetung soll mein Opfer sein, erhoben bist nur du allein. Ich kann nicht anders, als dich zu verehren. Verehren, du bist Gott, du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit. Ich will dich immer preisen, Herr. Ich will dich immer preisen, Herr. Oh. Hier bin ich, um dir zu danken, denn du hast mich verändert, Herr. Du dein Leben für mich gabst, am Kreuz für meine Sünde starbst. Ich kann nicht anders, als dich zu verehren. Verehren, du bist Gott, du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen, Herr. Sein. Erhoben bist nur du allein. Ich kann nicht anders, als dich zu verehren. Weil du dein Leben für mich gabst, am Kreuz für meine Sünde starbst. Ich kann nicht anders, als dich zu verehren. Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen, Herr. Du dein Leben für mich gabst, am Kreuz für meine Sünde starbst. Ich kann nicht anders, als dich zu verehren. Weil du dein Leben für mich gabst, am Kreuz für meine Sünde starbst. Ich kann nicht anders, als dich zu verehren. Verehren. Du bist Gott, du bist Herr, mein
ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen, Herr. Ich will dich immer preisen, pour your spirit out,
Während des Gottesdienstes in unserer Gemeinde gehört eine gewisse Zeit, wo wir für Kranke beten dürfen, auch eine gewisse Zeit, wo wir eine Danksagung weitergeben dürfen. Ich fange mal den Fürbitten an, die uns anvertraut worden sind. Wir kennen also unseren lieben Peter Lamberti. Er leidet immer öfters, ja, unter diesen schweren Nervenschlägen, ja, seine Trigeminusschläge werden in letzter Zeit immer häufiger. Und das ist sehr peinvoll. Nicht nur er leidet darunter und ist ja manchmal sehr mutig, sondern die ganze Familie. So heißt es in der Bibel, leidet ein Glied, so leiden die anderen mit. Und da möchte ich von Herzen euch bitten, lasst uns für die Familie Lamberti eintreten, insbesondere für den Peter, aber auch für seine Frau Helga und die Kinder, her, dass Gott bei ihnen ist, ihm Trost zuspricht, vor allem, dass er Heilung schafft, Besserung schafft. Das bitte ich vom ganzen Herzen nachher. Dann erreichte uns heute Morgen über Stefan ein Gebetsanliegen von einer Schwester, Claudia Gelderboom. Sie ist zurzeit in London mit ihrem Mann, der heißt Mark. Er hat heute Geburtstag sogar und er leidet seit kurzer Zeit oder seit gestern unter allergischen Reaktionen. Und sie äußern sich durch hohes Fieber, Husten, Kopfschmerzen, so dass er glaubt, sein Kopf fliegt fast auseinander. Also sie sind ganz verzweifelt und sie baten da um Fürbitte. Das wollen wir tun. Und die Familie Diefenbach, die möchte ich ein Danke sagen. Und zwar haben wir für sie gebetet. Ihre Tochter Ali wurde letzte Woche beerdigt. Sie wurde leider als Baby totgeboren. Eine ganz traurige Geschichte. Und viele von uns und Bekannten haben dafür gebetet, und dass Gott ihr Trost schenkt, ihr Zuspruch. Und sie sagen, sie haben allen Trost verspürt. Der Zuspruch, der tat ihnen gut. Und sie haben das verspürt. Und sie fühlen sich weiterhin doch mit uns verbunden, trotz dieser großen Entfernung nach Eisenach. Ja, ich möchte uns beten. Ihr könnt euch vielleicht nochmal aufstehen, dass uns eins machen Gebet. Vater im Himmel, du bist der Mächtige, du bist der Schöpfer Himmel und Erde. Und wir beten in deinem Wundernamen, im Namen Jesu, dass du jetzt dich gerade, so Peter neigst, wo er ist, Herr, dass du deine heilenden Hände auf seinen Körper legst, auf sein Gesicht, Herr, dass diese Nervenschmerzen, Herr, die immer wieder kommen, die Schläge verschwinden, dass er Heilung erfährt. Oh Herr, wir wollen nicht aufhören, bis du ihn ganz heilst, Jesus, Herr. Du bist das Ärzte, wir verzweifeln, aber du bist der Arzt aller Ärzte, Herr. Und wir vertrauen dir, dass du da eingreifst. Und wir danken dir auch dafür. Auch für den Mark Gelderboom, Herr, den wir nicht alle kennen, Herr. Er leidet auch unter Schmerzen. Du kennst es, warum er Schmerzen hat, wie sie gekommen sind, wodurch, Herr. Erbarm du dich seiner, Herr. Oh, jetzt liegen auch deine heilen Hände auf seinen Kopf, auf seinen Körper, dass diese Allergiereaktion verschwinden, Husten, Herr, Fieber. Oh, Jesus, Herr, erbarme dich, heile du ihn, Herr. Und deshalb bitten wir im Glauben und in deinem wunderbaren Namen Jesu. Amen. Werden wir noch ein Lied jetzt hören, ist Gelegenheit, unser stilles Opfer zu geben. Collecte die Körbe, geht um, fühlt euch frei. Gebt gerne. Jesus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also seid fröhlich und Gott hat euch lieb. Dein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag
Danksagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihm suchen im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns drohe und man Strom um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernstes Gebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es frühe oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm ins Gebet. Sind von Freunden wir verlassen, wir gehen ins Gebet. So ist es uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Welch ein Freund ist unser Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Amen. Jetzt bräuchte ich nochmal das Ding. Ja, ich habe mir das Lied gewünscht. Ihr könnt euch wieder setzen, ja. Ich habe das Lied gewünscht, es kam mir gestern so mein Herzen. Außerdem dieses Lied, das glaubt ihr nicht, wird bei den Senioren und älteren Geschwistern so oft gesungen, wie ihr kaum glaubt. Mittwochsabends und donnerstags in der Juniorenstunde. Anscheinend haben die älteren Geschwister so viel Erfahrung mit diesem wunderbaren Jesus gemacht. Und ich auch. Wir haben gesagt, er wurde erhöht. Er trägt unsere Sorgen, unsere Schmerzen. Das war doch zu Anfangs meine Gedanken. Ich bin froh, dass wir diesen Jesus haben. Ich bin froh, dass wir diesen Jesus anbeten dürfen. Und ich bin froh, dass heute noch dieser Jesus Heilung anbietet. Auch heute Morgen. Ich werde heute mal alle Ansagen bekannt machen, in einen Block bringen, so dass wir nach der Predigt noch etwas Freiheit haben zu reagieren und dann kommt nur der Schlusssegen. Ja, mal schauen. Erst folge ich eine herzliche Einladung zu den diesjährigen Kulturtagen, wo Wiesbaden-Dotzheim, das ist ziemlich in der Mitte hier, wann? Am 16. bis 18. Juni, wo? Auf dem Pfarrer-Luja-Platz in Dotzheim. Seid dabei, mischt euch, wenn ich mal so sagen darf, unter das Volk. Habt Kontakt mit ihnen, nette Gespräche, gebt vielleicht ein Zeugnis, das tut allen gut. Unsere Band mit unserem lieben Christian, ich habe natürlich Platz genommen, wird dort auch musizieren. Und am Donnerstag, das ist der Floren Leichnam, wird das Fest mit unserer Band um 15 Uhr eröffnet. Allein das ist, dachte ich mir schon, Anlass mal hinzugehen. Ihm Beistand zu geben, zu klatschen, zu winken und auch dankbar zu sein, ist noch einer von uns und seine Band. Wir als FCG Wiesbaden bieten in diesen Tagen jeden Tag von 16 bis 19 Uhr ein buntes Kinderprogramm an. Auch schön. Am 3. Juli haben wir wieder Taufe, um 10 Uhr, nicht hier im Saal, sondern am Rhein. Wer sich gern taufen lassen möchte, sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, der meldet sich doch bitte bei unserem Pastor Stefan Weiß an. Wichtig ist, hört, an diesem Sonntag, den 3. Juli, leicht zu merken, findet kein Gottesdienst in diesen Räumen der Willi-Jubel-Straße statt. Sonst steht er leider vor verschlossenen Türen, wenn er kommt. Dann eine nächste Aktion. Ich möchte euch nur auf die Overflow-Gebetsaktion hinweisen. Am kommenden Donnerstag,
Die beginnt um 19 Uhr. Meldet euch rechtzeitig an, damit ihr einen Gebetsplatz, Gebetsort zugeteilt bekommt, ja, und ihr mitbeten könnt. Die Anmeldung ist bei uns auf der Homepage overflowwiesbaden.de. Ja, das ist schon fast alles. Ja. Dann haben wir noch was hier. Fragen zum Gottesdienst. Wie üblich könnt ihr am Infopoint stellen, am Ausgang. Wer Gebet wünscht, das ist auch heute wieder möglich, ist die Möglichkeit nach dem Gottesdienst gegeben dort. Ja. Ja, Next Step Kurs, auch für dich, findet heute ausnahmsweise nicht statt. Erst nächsten Sonntag wieder. So, das ist alles, was ich weiterzugeben habe. Und jetzt wird uns hier auch Naldo uns das Wort bringen. So wie ich ihn kenne, die anderen auch, es wird eine kraftvolle Predigt werden. Er hat viel Temperament und die Botschaft, die hier vom Pfingsttag, die war ja doch wirklich kraftvoll. Da hat das Haus gebraust oder brausende Haus. Jetzt erwarten wir, was du uns zu sagen hast. Gott segne dich. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Danke, David, dass du dieses schwere Ding hier immer schleppst. Also danke, danke, danke. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Falls du mich noch nicht kennst, ich heiße Ronaldo, studiere Theologie in Erzhausen und darf an Pfingsten als Pfingstler über Pfingsten predigen. Halleluja! Und ihr Lieben, wir reden nicht nur über Pfingsten, wir reden nicht nur über die Kraft von Pfingsten. Ich bin überzeugt davon, dass diese Kraft, die an Pfingsten, von der wir gehört haben, dass wir diese Kraft heute erleben dürfen. Und deswegen heißt die Predigt heute auch Pfingsten heute erleben. Pfingsten heute erleben. Kraft. Ohne Kraft funktioniert auf diesem Planeten gar nichts. Ja, wir brauchen Kraftstoff, wir brauchen Strom, Energie, damit die Dinge funktionieren. Ich habe euch mal hier ein nettes Auto mitgebracht. Das ist nicht mein Auto, aber so ein Auto braucht Kraftstoff. Ja, Benzin oder was weiß ich, E10 oder wie auch immer, damit so ein Auto fahren kann. Es kann noch so schön sein, du kannst dein Auto streicheln und sagen, oh, du bist aber ein schönes Auto. Wenn da kein Kraftstoff drin ist, dann fährt das Ding nicht. Das braucht Kraftstoff, wir brauchen auch Kraftstoff. Wir brauchen Essen, ich liebe Essen. Essen ist meine absolute Liebessprache. Und als ich noch nicht mit meiner lieben Fabienne verheiratet war, da habe ich zusammen mit anderen Studenten im Studentenwohnheim vom Seminar gewohnt. Und kurz vor der Vorlesung dachte ich mir, komm, ich schmeiß mir mal 2 Toastbrote in den Toaster rein. Und ich laufe so und viele andere Studenten hatten denselben Gedanken. Und dann gehe ich so zum Toaster, schmeiß mein Toastbrot rein und da gibt es ja so einen Hebel. Ich habe versucht, den Hebel reinzudrücken, aber der bleibt nicht unten. Und dann drücke ich und drücke ich und dann drücke ich irgendwann, bis der endlich drinne bleibt. Und ich habe den auf 2 Minuten gestellt und dann warte ich 2 Minuten und dann ist das Ding immer noch nicht fertig. Dann warte ich 5 Minuten, 6, 7, 8. Dann halte ich irgendwann meine Hand über den Toaster und merke, das Ding ist ja gar nicht heiß. Was mache ich? Ich nehme den Toaster, schüttel den Toaster, denke mir, da muss doch irgendwie Strom reinkommen. Und dann gucke ich nach unten und dann sehe ich, der Stecker ist ja gar nicht angesteckt. Naja, ohne Strom funktioniert so ein Toaster nicht. Aber wenn Strom drauf ist, dann, ihr Lieben, dann fluppt das Ding richtig. Und in so einer ähnlichen Situation befanden sich die Jünger von Jesus. Sie haben erlebt, wie Jesus für die Sünden der Menschheit gestorben ist. Sie haben erlebt, dass dieser Jesus, der für die Sünden der Menschheit gestorben ist, dass der auferstanden ist, den Tod überwunden hat. Und dieser Jesus fährt jetzt auf in den Himmel. Aber kurz bevor er das macht, hatte seinen Jüngern schon gesagt, es ist besser für euch, dass ich gehe und euch den Tröster sende, den Heiligen Geist, den Beistand. Und so steht Jesus da vor seinen Jüngern, kurz vor seiner Himmelfahrt, das haben wir ja letzte Woche Donnerstag gefeiert, und er sagt ihnen, Jungs, ihr müsst Kraft empfangen, wartet und dann werdet ihr an diese himmlische Steckdose angesteckt und dann geht und verkündet das Evangelium, dann geht und verkündet, dass ich für die Sünden der Menschheit gestorben bin, dass ich auferstanden bin und dass ich wiederkomme. Wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 5, dass er ihnen sagt, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Bleibt in Jerusalem, dort werdet ihr getauft werden mit dem Heiligen Geist. Johannes, der Täufer, der, als er Jesus gesehen hat, da sagte, boah, der ist, der nicht nur mit Wasser tauft, das ist der, der mit Heiligem Geist tauft. Das heißt, Taufe ist eintauchen, eingetaucht werden. Ja, wenn du getauft wirst im Wasser, wirst du eingetaucht im Wasser.
Und Jesus sagt seinen Jüngern, die gerettet sind, ja, Jesus ist für sie gestorben. Jesus sagt ihnen, ihr werdet eingetaucht in Heiligem Geist. Und dann, auch in Apostelgeschichte 1 sagt er, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn dieser Heilige Geist kommt. Himmlische Steckdose. Dieses Wort Kraft heißt Dynamis. Das kommt vom Wort Dynamit. Das heißt, sie werden umhüllt, eingehüllt mit dem Heiligen Geist an diesem Tag und mit einer Dynamitkraft Gottes. Nicht um irgendwas in die Luft zu sprengen, nein, diese Kraft des Heiligen Geistes befähigt die Jünger, dass sie die Ketten des Feindes zersprengen und das Evangelium an die entlegensten Orte kommt. Und diese Kraft, die die Jünger dort erlebt haben, dann in Apostelgeschichte 2, diese Kraft, die dürfen wir heute noch erleben. Deswegen meine Predigt, Pfingsten heute noch, Pfingsten heute erleben. Ihr Lieben, und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Ich lese aus der Menge-Übersetzung. Mein Predigttext steht in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Und ich habe den Text auch für euch mitgebracht. Als dann der Tag der Pfingsten herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt und erfüllt das ganze Haus, in welchem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Halleluja. Halleluja. Bevor wir dort tiefer einsteigen, möchte ich noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass dein Wort wahr ist. Und dein Wort ist nicht tote Theorie, Herr. Dein Wort ist lebendig. Und Heiliger Geist, wir wollen dir begegnen. Komm du. Komm du und mach diese Worte, die wir hören, lebendig. Schenk du mir Gnade, Herr, dass ich dein Wort richtig predige. Und schenk du uns offene Ohren, damit wir hören, was du sagst. Und ich bete im Namen von Jesus. Amen. Amen. Ganz am Anfang, in Vers 1, lesen wir, dass sie zusammen waren. Sie haben in Jerusalem gewartet, also schon mal check. Sie haben gemacht, was Jesus gesagt hat. Und da wird berichtet, dass sie am Pfingsttag zusammenkamen. Am Pfingsttag. Lukas, ein Arzt, der im Dunstkreis der Apostel war, der hat die Apostelgeschichte geschrieben. Der hat übrigens auch das Lukas-Evangelium geschrieben. Und der zeichnet sich aus von, der ist ganz genau, der schreibt, sie haben sich an Pfingsten getroffen. Das ist kein Zufall, dass der Bibeltext uns das da sagt. Ihr Lieben, Pfingsten war jetzt nicht bis dahin, ab Apostelgeschichte 2 war es, Heiliger Geist, Ausgießung, Halleluja, Power. Aber das, was die Juden an diesem Tag gefeiert haben, das nennt sich Shavuot. Sag mal Shavuot. So, ihr könnt jetzt Hebräisch. So einfach geht das. So schnell geht das. Die Juden haben an diesem Tag Shavuot gefeiert. Das war so eine Art Erntedankfest, nur dass man für die ersten Früchte der Ernte gedankt hat. Das war ein Teil von diesem Fest, aber an diesem selben Tag haben die Juden auch gefeiert, dass als Mose das Volk Israel aus Ägypten führte, sie Gott begegneten am Berg Sinai in der Wüste. Und dort bekam das Volk Israel, die Juden, die Tora, das Gesetz. Das haben sie an diesem Tag gefeiert. Das ist mega wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Weil alles, was wir gleich lesen werden, ist eine Erfüllung von Prophetien, von bildhaften Prophetien aus dem Alten Testament, die sich erfüllt haben ab Apostelgeschichte 2. Und in dieser Zeit leben wir in einer der spannendsten Zeiten der Geschichte. Und an diesem Tag kommen Juden aus unterschiedlichen Ländern nach Jerusalem. Das ist quasi deren Holy City, ja, deren Mekka, wo die hingehen und diesen Tag feiern. Und unter anderem sind die Jünger von Jesus auch dort. Und jetzt lasst uns tiefer einsteigen in Apostelgeschichte 2, Vers 2. Wir lesen da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt und erfüllt das ganze Haus, in welchem sie walten. Da steht, da war irgendetwas wie ein Wind, ja, und da war ein Brausen, aber es heißt, es war wie ein Wind. Es war nicht Wind, wie ein Wind. So, jetzt Lukas, der diese Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, der die Apostel und die Jünger von Jesus gefragt haben, hey, wie war das? Die haben ihm gesagt, boah, da war irgendein Krach, ja, andere Menschen haben das auch gehört. Das hat sich angefühlt, als wäre da so ein Wind, so ein Hauch.
Kennst du das, wenn du im Lobpreis stehst und irgendwie es prickelt so und du merkst, boah, da ist Wind, da ist Leben, da ist Power. Das ist kein Zufall, dass hier etwas kommt wie Wind. Wind, Atem, Hauch, das sind alles Titel für den Heiligen Geist im Alten Testament. Das Wort im Hebräischen heißt Ruach. Und dieses Ruach, das ist so spannend, weil dieses Wort, so denken die Hebräer, ist automatisch, da merkt man, da ist ein Hauch dabei. Ja? Und so steht es ganz am Anfang, dass am Anfang der Schöpfung der Ruach Gottes, dieser Geist Gottes über den Wassern schwebte. Und als Gott den Menschen schuf aus dem Staub der Erde, dort hauchte er ihm seine Ruach ein, steht da, sein Odem. Ihr Lieben, der Heilige Geist, dort wo er hinkommt, er schenkt Leben. Was wäre, wenn wir neu unsere Herzenstüren aufmachen, unsere Gemeinden neu aufmachen, unsere Familien neu aufmachen, unsere Ehen neu aufmachen, unseren Alltag neu aufmachen für den Wind des Heiligen Geistes? Ich spüre das jetzt und ich habe da so den Eindruck, lasst uns doch kurz beten, dass der Wind Gottes uns anhaucht. Und wenn du das auch möchtest, kannst du so symbolisch deine Hände aufhalten. Geist Gottes, komm du wie ein Wind und mach uns neu lebendig. Gott, du hast aus einem Kloß, einem toten Kloß, einen Menschen gemacht durch deinen Hauch. Und ich bete, Geist Gottes, da, wo wir trockene Stellen erleben, da, wo unser Alltag uns erstickt, da komm du mit deinem Hauch, du mit deinem Wind und mach das lebendig. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wie ein Wind. Halleluja. Apostelgeschichte 2, Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich einer auf jeden von ihnen niederließ. Wieder nicht Feuer, wie von Feuer. Wahrscheinlich haben die Jungs wieder dem Lukas gesagt, boah, das war auf einmal, wurde mir so warm. Ich kenne das, dass Leute berichten, boah, wenn der Heilige Geist kommt, boah, dann wird mir so warm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, mir ist so heiß. Interessant, lass uns wieder mal zurückgehen zum Alten Testament. Feuer, ja, ist etwas Bedrohliches. Wenn ich zu nah an Feuer komme, dann verkuckel ich. Aber Feuer kann auch wärmen. Im Alten Testament, im zweiten Buch der Bibel, also 2. Mose, dort wird ganz oft von Feuer berichtet und dort ist Feuer ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Mose begegnet Gott wo? An einem brennenden Dornbusch. Die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte wird dargestellt bei Nacht durch eine Feuersäule. Und jetzt, wir erinnern uns, die Jungs, die feiern da Shavuot, die Juden feiern an diesem Tag Shavuot. Als Mose auf den Berg Sinai stieg und die Gebote Gottes, die Tora empfing, dort war dieser Berg Sinai erfüllt mit was? Mit Feuer und Rauch. Dieser Berg war voll mit der feurigen Gegenwart Gottes. Aber jetzt hier erleben wir jemanden, der größer ist als Mose. Jesus Christus, er hat uns befreit, nicht mit dem Blut von Lämmern, wie das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde. Er hat uns nicht herausgeführt aus Ägypten, nein, er hat uns aus der Sklaverei der Sünde geführt, was noch viel krasser ist. Und er steigt nicht hinauf zum Berg Sinai, nein, er steigt auf, hinab zum Himmel, zum himmlischen Vater. Und was sendet er uns da? Gebote, die in Stein geschrieben werden? Nein, er schreibt seine Gebote in unser Herz. Ab diesem Punkt wird etwas vollzogen, was schon begonnen hat am Kreuz, nämlich der neue Bund. Ab diesem Punkt, ihr Lieben, ändert sich etwas radikal. Wir leben in einem neuen Zeitalter ab diesem Punkt. Ich habe gesagt, vorher hatte etwas Bedrohliches. Es war bedrohlich, dem Heiligen Gott zu begegnen. Du musstest bestimmte Rituale einhalten. Du musstest aufpassen, dass du besonders rein bist, um Gott zu begegnen. Das Feuer Gottes, das war in Distanz da. Man dachte, oh, da ist Gott. Auf einmal hier in Apostelgeschichte 2 kommt das Feuer Gottes. Es bleibt nicht mehr fern. Nein, es kommt auf jeden Einzelnen von ihnen. Ab dem Moment, wenn du Ja zu Jesus sagst und Jesus in dein Leben lässt, dann sei dir bewusst, dass die feurige Gegenwart des Heiligen Gottes bei dir ist. Er ekelt sich nicht vor dir, er schämt sich nicht für dich, er ist bei dir.
Und das möchte ich dir zusprechen, vor allem in Momenten, wo du traurig bist. In Momenten, wo du dich allein fühlst, wo dein Alltag dich erstickt. Erinnere dich daran, das Feuer Gottes, seiner Gegenwart ist bei dir und er wärmt und stärkt dich. Halleluja. Halleluja. Und das ist das neue Zeitalter, in dem wir leben dürfen, der neue Bund. Ich bin so froh, dass ich Teil in dieser Zeit lebe, nicht mehr irgendwelche Lämmer schlachten muss, mich nicht beschneiden lassen muss. Halleluja. Wir leben in dem neuen Bund. Und jetzt, wir erinnern uns, Jesus ist für die Jünger am Kreuz gestorben. Die waren gerettet. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst, in diesem Moment kommt das Feuer der Gegenwart Gottes und du hast den Heiligen Geist. Du hast in diesem Moment den Heiligen Geist. Die Jünger, die waren gerettet, weil Gott seinen Sohn sandte. Und jetzt sendet Jesus, der im Himmel ist, die Kraft seines Geistes, damit die Geretteten umhüllt werden mit Kraft, damit auch andere gerettet werden und das Zeugnis von Jesus in Zeichen und Wunder erleben. Und ab diesem Punkt, den wir in Apostelgeschichte 2, Vers 4 lesen, fängt eine neue Ära an. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Ihr Lieben, das ist die Taufe im Heiligen Geist. Noch einmal, du hast in dem Moment, wo du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, im neuen Bund, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte dich jetzt erfüllen mit Kraft, umhüllen, ja, umarmen. Wer von euch kennt Iron Man? Kennt ein paar Iron Man? Ein paar, ja. Iron Man hat so einen Anzug. Und wenn der umhüllt ist, wenn sein Körper umhüllt ist mit diesem Anzug, dann hat er Power. Das heißt, das, was er im Kopf hat, das, was er erlebt hat, darf er jetzt in Power ausüben. Und das passiert jetzt bei den Jüngern. Sie sind gerettet und jetzt werden sie erfüllt, eingehüllt mit dem Geist Gottes. Und dieser Geist, er bewirkt Zeichen und Wunder. Wir lesen das ab diesem Punkt, direkt im nächsten Kapitel der Bibel. Petrus, der auch erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, an einem Menschen vorbeigeht, der ja nicht mehr gehen kann. Und er sagt ihnen, ja, das kennen viele von euch. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu und geh. Zeichen und Wunder passierten ab diesem Moment. Die Jünger, die Jesus erlebt hatten, aber Angst hatten vor dem Tod. Sie wurden umhüllt mit Kraft und Dämonen fuhren aus. Und Menschen hörten Gottes Stimme. Sie konnten prophetische Aussagen tätigen und sie wurden erfüllt mit Macht und Mut. Aber wenn du getauft wirst mit dem Heiligen Geist, wenn du diese Erfahrung machst, heißt das nicht, dass alles happy-clappy ist. Ihr Lieben, die Jünger, die haben ab da erst richtig Verfolgung erlebt. Und tatsächlich gibt es manchmal Situationen, wo man Menschen die Hände auflegt und aus irgendwelchen Gründen heilt Gott doch nicht. Was machen wir dann? Sind wir verzweifelt? Zweifeln wir an, dass Gott gut ist? Nein. Gott gibt Kraft. Manchmal nicht in einer Art und Weise, wie wir das verstehen sollen. Aber Gott führt durch. Und Gott wird das Evangelium durch diese Zeichen und Wunder an jeden Ort bringen. Und das darfst du heute erleben. Das darfst du heute erleben. Hier werden sie erfüllt mit dem Geist Gottes und sie fangen nicht erst an zu prophezeien oder zu heilen. Sie werden erfüllt mit dem Geist Gottes und reden in neuen Sprachen, in neuen Zungen, in anderen Zungen. Dieses Wort heißt entgegen der Natur. Also es ist nicht normal, was hier passiert. Und Paulus lehrt über diese Gabe im 1. Korintherbrief und er sagt, das sind Sprachen, die man nicht gelernt hat. Das heißt, sie sprechen Silben aus, sie sprechen Worte aus, die entweder Sprachen sein können, die mal hier auf der Erde gesprochen wurden oder die immer noch gesprochen werden. Oder, das sagt Paulus auch, es sind himmlische Sprachen, ja, die nur Gott versteht. Aber das ist eine Art und Weise der Kommunikation, die an Intimität nicht zu vergleichen ist. Paulus sagt selber auch im Römerbrief Kapitel 8, dass diese Gabe, dass der Geist Gottes, dass er diese Gabe schenken möchte, dass wir in unaussprechlichen Seufzern zum Vater beten. Dann, wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst. Dann, wenn du im Lobpreis stehst und keine Worte mehr für diesen herrlichen Gott hast. Dann kommt der Geist Gottes aus den Inneren heraus und spricht unaussprechliche Worte aus. Ich bin so dankbar, dass der Geist Gottes allen wiedergeborenen Menschen diese Gabe geben möchte. Alle,
die gewartet haben auf die Taufe im Heiligen Geist, sie wurden alle erfüllt. Lass dir die Lüge nicht sagen, dass nur manche Leute getauft werden im Heiligen Geist. Wirklich, alle, die gewartet haben, wurden alle erfüllt. Alle, die gefüllt wurden mit dem Heiligen Geist, sie konnten dieses Geschenk annehmen, das Reden in neuen Sprachen. Amen. Ich weiß, wir leben in so einem Kontext, im deutschen Kontext, wo wir denken, das ist ja irgendwie komisch, ne? Also reden in neuen Sprachen und so. Aber als ich 13 war und in meinem Kinderzimmer eine Predigt von Joyce Meyer hörte, ich war nicht in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, ich kannte keine wiedergeborenen Christen, keine biblische Gemeinde, ich habe nur die Predigt von Joyce Meyer gehört, da wusste ich in diesem Moment, diesen Jesus, den die da verkündigt, diesen Jesus, den will ich auch haben. Ich will diese Rettung haben. Und dann hatte ich meine Fernsehpredigten und mein Radio und mein Internet und so waren meine ersten Schritte in Jesus so, ne? Und da habe ich immer mal wieder christliches Radio gehört. Und in diesem Radiobeitrag wurde genau über den Vers in Apostelgeschichte 2, Vers 4 gesprochen. Und die meinte, ihr Lieben, also die Radiosprecherin, ihr Lieben, das, was wir jetzt lesen, das haben wir heute erlebt. Wir haben Menschen die Hände aufgelegt, die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt hatten. Und diese Leute, die das empfangen haben, die legten anderen Menschen die Hände auf. Du, die wurden gesund. Und die hörten Gottes Stimme in einer ganz neuen Art und Weise. Und ab diesem Punkt wusste ich das, was diese Radiomoderatorin da sagt, das will ich auch. Halleluja. Halleluja. Und so machte ich mich auf den Weg und es hat ein bisschen gedauert. Aber irgendwann auf einer CVJM-Jugendfreizeit gab es da so eine Mitarbeiterin und ich wusste auch, die ist so eine Pfingstlerin. Dann gehe ich mal dahin und lass mir mal von dieser Pfingstlerin die Hände auflegen. Und dann hat sie das gemacht. Und ihr Lieben, sie hat gebetet für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie hat dann in einer Sprache gebetet, die war so schön. Ey, das war das Schönste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und dann meinte sie, so und jetzt fang du auch an. Und ich so, und dann habe ich irgendwas gesagt, das klang aber wirklich nicht so schön und nicht so toll wie sie. Und ich dachte, das ist alles nur nicht diese Zungenrede, ja? Aber dann habe ich eine Sache gemacht. Ich habe das genommen und dachte, okay, ich vertraue Gott. Wenn Gott sagt, er gibt mir das, wenn Gott sagt, er möchte mich füllen, er möchte mir die Gaben des Geistes geben, dann nehme ich das und wie ein kleines Kind, ich lerne dann in dieser Gebetssprache, in dieser Intimitätssprache zu beten. Und tatsächlich, es hat dann ein bisschen gedauert, ich habe immer wieder täglich in dieser Sprache gebetet und dann habe ich gemerkt, auf einmal höre ich Gottes Stimme, richtig klar, ich weiß nicht warum. Ich kann euch das auch nicht theologisch erklären, wer jetzt in Zungen betet oder bla bla bla. Es geht auch nicht um Zungengebet, es geht einfach darum, dass wir uns öffnen und sagen, Geist Gottes, das, was du für mich hast, nehme ich. Egal, ob es ba 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 ist oder ein Wort, das es sagt, Jesus liebt dich, nimm es. Und ihr Lieben, ich durfte dann diese Power und Kraft erleben. Ich war in meinem Zimmer, habe gebetet, die Hände erhoben und habe Gottes Gegenwart in einer Art und Weise erlebt, dass wenn ich darüber weiterrede, ich heulen könnte. Und von dieser Taufe im Heiligen Geist, die ich erleben durfte, so wie die Apostel, so wie die Jungs in Apostelgeschichte 2, Vers 4, habe ich meinem Freund Christopher berichtet, der auch zum Glauben kam und ich meinte, du, das musst du auch haben. Und dann haben wir gebetet und es hat ein bisschen gedauert. Manchmal dauert es irgendwie. Keine Ahnung, wir müssen uns irgendwie öffnen. Das liegt nicht an Gott, sondern manchmal, ja, ist es ein Prozess, dass wir uns öffnen dürfen, Stück für Stück. Aber Christopher hat dann in einem Abend, ja, wir saßen im Auto, die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Aber es war nicht so, ja, so ein bisschen irgendwie reden oder so, sondern wir saßen in diesem Auto. Das Auto fing auf einmal an zu vibrieren. Und es war abends und das war komisch irgendwie. Und auf einmal fing der Christopher an, machte seinen Mund auf und sang in Sprachen, die er nicht gelernt hatte. Und wir wussten, die Gegenwart Gottes war da. Und er hat eine halbe Stunde so weitergemacht. Ich habe den gerüttelt und so, hallo, kannst mal aufhören, jetzt ist fertig, ich will nach Hause. Nee, der war weg. Und einige Zeit später, als ich dann auch mal in der Gemeinde war und getauft wurde und so weiter, dann durfte ich irgendwann mal ein Gebetstreffen leiten und da kam mein lieber Bruder Anatoli. Ich liebe Anatoli. Und dieser Bruder, Anfang 50, kam aus einer russlanddeutschen Baptistengemeinde und er hat Enttäuschung, ein bisschen auch
Trockenheit im Glauben erlebt und das ist keine Pauschalaussage über Russlanddeutsche Baptistengemeinden. Ich liebe Russlanddeutsche Baptistengemeinden. Die sind unterwegs für den Herrn on fire. Es war halt einfach nur seine Erfahrung. Das kann uns auch passieren in unseren Gemeinden. Und er kam und ich erzählte ihm von der Taufe im Heiligen Geist und meinte, ja, will ich auch. Dann legten wir ihm die Hände auf. Er fiel um von der Kraft Gottes. Ein Russlanddeutscher Baptist, ja, fiel um, bumm, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und fing an, in anderen Sprachen zu reden. Und dieser Anatoli berichtete mir dann einige Tage danach, boah, Ronaldo, auf der Arbeit, da habe ich Menschen die Hände aufgelegt. Da war ein Kollege, der hatte richtig Rückenschmerzen und ich meinte zu ihm, Jesus heilt heute noch. Er legte ihm die Hände auf und Jesus heilte ihn. Und so konnte er ein Zeugnis sein für Jesus, denn das war eine Kraft, die nicht in ihm war. Das war eine Kraft, die der Heilige Geist ihm gegeben hat, ihn umhüllt hat. Und diese Taufe im Heiligen Geist, so wie sie in der Apostelgeschichte 2, Vers 4 ist, so wie ich sie erlebt habe, wie Christopher sie erlebt hat, wie Anatoli sie erlebt hat, wie so viele sie erlebt haben hier in diesem Raum, diese Taufe und Umhüllung mit dem Heiligen Geist, darfst du heute erleben. Und erwarte nichts Geringeres als das, weil Gott möchte dir die Kraft seines Geistes geben. Amen. Wir lesen dann weiter. Ja gut, da war jetzt eine Folie Kraft für dich. Okay, Halleluja. Die habe ich jetzt mal übersprungen. Auf jeden Fall diese Jungs da, die haben gebetet in neuen Sprachen, wurden erfüllt und sie haben aber in Sprachen gesprochen, die die Menschen verstanden haben. Ich habe ja vorhin gesagt, dass da Leute zu Shavuot kamen, zu diesem jüdischen Fest da. Und die haben alle unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und die Jungs sprechen auf einmal die Muttersprachen von den Leuten, von den Gaffern, die sich um das Haus stellen. Weil diese Leute, die dort waren, die stellen sich um das Haus und merken, boah, da ist irgendwas. Und jetzt könnte man meinen, boah, die sind ja erstaunt. Und einige waren erstaunt, aber die meisten meinten, ey, die sind nur besoffen. So geht es vielen Leuten, so ging es der ganzen Pfingstbewegung am Anfang. Wir haben das erlebt, was in Apostelgeschichte 2, Vers 4 stand und Leute sagten, es ist Blödsinn. Und ich glaube, das kann man schnell sagen. Aber vielleicht hattest du die Haltung oder vielleicht schaust du online zu und sagst, boah, ja irgendwie, ich kann damit nichts anfangen. Hey, das ist okay. Aber lass uns einfach den Geist wirken lassen. Amen. Und Petrus, der ängstliche Petrus, er steht auf und sagt, yo, wir sind nicht besoffen, sondern hier erfüllt sich etwas, was im Alten Testament verheißen wurde und jetzt werden wir schon wieder zum Alten Testament zurückgeführt. Und Petrus spricht hier in Apostelgeschichte 2 ab Vers 16, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel, der hat das hunderte Jahre davor erzählt. Und er zitiert diese Prophetie, in den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, sodass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden und eure jungen Männer Gesichter schauen und eure Greise, das heißt ältere Menschen, Offenbarungen in Träumen empfangen. Ja, sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, sodass sie prophetisch reden. Und ich überspringe ein paar Verse und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. Ich kann mir vorstellen, wie der Prophet Joel diese Prophetie ja prophezeit hat im alten Bund. Ja? Und damals war es so, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die war nicht für alle Gläubige. Es waren nur für Könige, Priester und Propheten, Leute, die einen besonderen Dienst hatten, die besonders viel Power brauchten, quasi Angela Merkel. So nur diese Leute haben das bekommen. Oder Olaf Scholz, ich bin irgendwie auch in der Vergangenheit. Nur diese Leute haben das bekommen. Und dann kommt dieser Joel, dieser Prophet, ich kann mir vorstellen, wie kleine Kinder, denen ist die Kinnlade runtergefallen. Den alten Leuten dort, die ist die Kinnlade runtergefallen. Vor allem den Frauen ist die Kinnlade runtergefallen. Weil Joel sagt, es kommt eine Zeit, wo alle erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das war undenkbar. Vor allem Frauen, vor allem Knechte und Mägde hätten es sich nicht erträumen lassen können, dass das einmal passiert. Und jetzt, ab Apostelgeschichte 2,
ihr Lieben, leben wir in der Erfüllung dieser gesegneten, heiligen, mega krass geilen Zeit, wo der Heilige Geist nicht auf Besondere kommt, sondern einfach nur auf seine Kinder. Nur, nein, nicht nur. Das Wort prophetisch reden, Prophetia, im Auftrag von jemandem sprechen, im Namen von jemandem sprechen, das war nur für bestimmte Propheten. Joel sagt, es kommt eine Zeit, die hat sich ab Apostelgeschichte 2 erfüllt. Und ab da sind nicht nur einige Propheten. Nein, alle werden prophetisch reden. Ab dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn, Erlöser und Heiland angenommen hast, ab diesem Moment bist du ein Botschafter des Himmels. Sei dir dessen bewusst, da wo du hingehst, geht der Himmel mit. Die Gegenwart des heiligen Gottes ist bei dir. Und der heilige Gott möchte dich umhüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit diese Botschaft bestätigt wird in Zeichen und Wunder. Und ihr Lieben, die Leute, die das dann gehört haben, was Petrus gesagt hat, die waren schockiert, weil die gecheckt haben, boah, das ist ja wirklich so. Und Petrus sagt ihnen, boah, dieser Jesus hat diesen Geist ausgegossen. Und dieser Jesus, von dem hat der große König David schon gesprochen. Und die Leute checken, boah, das brauche ich auch. So wie ich damals in meinem Kinderzimmer Joyce Meyer zugehört habe, die von Jesus erzählt hat und Jesus mich gerettet hat. Und in diesem Moment fragen die Leute, was müssen wir tun? Was müssen wir tun, damit wir auch gerettet werden? Und Petrus sagt ihnen, hey, das ist ganz einfach. Tut Buße. Buße tun heißt nicht irgendwie dich auspeitschen oder was weiß ich was, sondern Buße, Umkehr heißt, ich bin in eine Richtung gegangen, da, da, da. Und jetzt kommt Gott zu mir, bumm, und er sagt mir, oh, ich kann ja ewiges Leben haben und Jesus ist der wahre Gott und er vergibt mir meine Sünden. Und Umkehr heißt nichts anderes als zu sagen, oh, nehme ich und ich folge ab diesem Moment Jesus nach. Und Petrus sagt den Jüngern dann, und als Zeichen dessen lasst euch taufen auf den Namen Jesu, als Zeichen dafür, dass ihr diese Vergebung der Sünden angenommen habt. Und dann werdet ihr was empfangen? Auch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, noch einmal. Gott sendet seinen Sohn. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn, Gott, Jesus Christus, Gott mit Fleisch drum, damit wir gerettet werden. Jesus Christus, der jetzt wieder hinaufgefahren ist zum Vater, sendet seinen, die Kraft des Heiligen Geistes, damit die Geretteten umhüllt werden mit Kraft, damit auch andere gerettet werden. Es geht, und das ist immer, immer, immer bei allem, was Gott tut, immer um Rettung. Das ist immer das Ziel, immer Rettung. Und an diesem Tag nehmen 3000 Leute das Evangelium an, lassen sich taufen auf den Namen Jesu und sind Teil von dieser Familie Gottes, Teil von diesem neuen Zeitalter Jesu. Halleluja. Wenn der Heilige Geist dich umhüllt mit Kraft, dann bestärkt es dich in deinem eigenen Heil, in deiner eigenen Rettung, weil du merkst, boah, dieser Jesus, der rettet. Dieser Jesus, der heilt. Und ich merke diese Kraft. Aber diese Kraft ist nicht dafür da, dass wir Schakalaka Bum Bum, ja, Sachen und uns cool finden, wie so eine Trophäe. Nein, wir bekommen diese Kraft, damit andere Menschen gerettet werden. Das Ziel ist immer, 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 immer Rettung. Wenn du diese gesegnete Erfahrung gemacht hast, wie sie in Apostelgeschichte 2, Vers 4 berichtet wird, dann habe ich eine Challenge für dich. Es gab eine Missionarin in Lateinamerika, die keinen Erfolg hatte bei ihrer Mission. Irgendwie, keine Ahnung, hat nicht so geklappt. Keiner hat sich bekehrt, auch keine Heilung und so. Und die hat sich zurückerinnert und meinte, oh, ich hatte ja so Geistesgaben und so und oh, ja, Zungenrede, damit konnte ich gar nichts anfangen. Aber sie sagt, okay, wenn das von Gott ist, dann bete ich jetzt jeden Tag in Zungen. Und sie hat das eine Weile gemacht und nach 2 Wochen merkt sie, auf einmal bekehren sich Menschen. Und auf einmal werden Menschen geheilt. Warum? Weil das ein Kraftriegel Gottes für dich ist. Du darfst dich stärken. Ich möchte dich ermutigen, diese Stärkung, diesen Protein-Kraftriegel. Mein Schwiegervater wünscht sich immer zum Geburtstag Proteinriegel. Deswegen muss ich dran denken. Der Heilige Geist schenkt dir einen geistlichen Proteinriegel und sagt dir, komm, stärk dich, komm.
Ich kann dir sagen, wenn du das mal 2-3 Wochen machst, ja, einfach setz dir mal den Timer und bete einfach mal so in Zungen, ja. Ey, dann wird das Auswirkungen haben. Du kannst auch wahlweise dir 5 Minuten Zeit nehmen, um Gottes Stimme zu hören. Und Gott wird zu dir reden. Vielleicht bekommst du prophetische Worte für irgendjemanden und gibst das deine Liste und sprichst ihn an. Ich habe das erlebt. Manchmal in Gebetszeiten bekomme ich ganz bekloppte Eindrücke und dann teile ich das an bestimmte Personen, die sagen mir, boah, das spricht so sehr zu mir. Gott spricht zu mir. Halleluja. Gott möchte durch dich reden und möchte dich stärken. Ich möchte noch eine Folie zurückgehen und die Band darf gerne schon langsam nach vorne kommen. Das Ziel ist immer Rettung. Das Ziel ist von allem, was Gott tut, immer Rettung. Und ich möchte dich fragen, vielleicht bist du hier und du hast das noch gar nicht festgemacht. Du hast noch nicht gesagt, ja, ich möchte den Namen des Herrn anrufen und gerettet werden. Ja, ich möchte umkehren, ich möchte ja, Vergebung meiner Sünde. Wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, das festzumachen. Und die Bibel sagt, wenn du das in deinem Herzen glaubst, Glaube rettet. Du musst nicht bestimmte Sachen machen, du musst dich noch nicht mal taufen lassen, du musst noch nicht mal im Geist getauft sein und in Zungen beten. Eine Sache reicht, ruf den Namen des Herrn an, glaub an ihn und in diesem Moment bekommst du ewiges Leben. Bitte steht mal alle auf. Vergibt mir, dass ich so brülle, das ist einfach, wenn ich leidenschaftlich bin. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben, wenn euch das stört. Schließt mal alle die Augen und ich möchte dich jetzt fragen, in einem ganz intimen Moment, ja? Willst du Rettung im Namen Jesu? Und wenn du von zu Hause mitfeierst den Gottesdienst, dann frage ich dich, willst du Rettung im Namen Jesu? Willst du Vergebung deiner Sünden? Dann darfst du jetzt deine Hand heben, damit ich weiß, dass ich für dich beten darf. Und vielen Dank für eure Meldungen. Ich habe die Meldungen gesehen. Wenn du online zuschaust, dann möchte ich dich auch ermutigen, gleich mitzubeten. Ich möchte dir noch einmal sagen, hey, wenn du einmal das im Glauben gesagt hast, bist du in diesem Moment gerettet. Du brauchst es nicht immer wieder zu machen, immer wieder, immer wieder. Jesus Christus hat dich gerettet. Aber wenn du das noch nicht festgemacht hast, dann bete jetzt aus ganzem Herzen mit mir mit. Aber belass es nicht bei einer Meldung. Das ist keine magische Formel, die ich bete, sondern mach das fest. Mach das fest, bekenne das vor Himmel und Erde. Lass dich taufen auf den Namen Jesu. Lass dich untertauchen, begrab dein altes Leben. Mach das fest, füll die Kontaktkarte aus. Schreib eine E-Mail an kontakt@fcgw.de. Oder sprich mich nach dem Gottesdienst an oder die Leute, die hier Mitarbeiter sind. Und jetzt möchte ich für dich beten, wenn du deine Hand gehoben hast. Und du darfst in deinen Gedanken, in deinem Herzen mitbeten. Jesus, bitte vergib mir. Bis jetzt habe ich ohne dich gelebt. Bitte vergib mir meine Sünden. Hilf mir, ab jetzt mit dir zu leben. Dir jetzt nachzufolgen. Ich danke dir, dass du für mich stellvertretend starbst, damit ich ab jetzt ewiges Leben habe. Und wenn du das glaubst in deinem Herzen und für dich angenommen hast, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, dann bist du gerettet. Und dann wird das Auswirkungen haben. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr Lieben, Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Gott sandte seinen Sohn, damit Menschen gerettet werden. Jesus Christus, der Täufer im Heiligen Geist, ergießt die Kraft des Heiligen Geistes aus, damit die Geretteten umhüllt werden mit Kraft, damit auch andere gerettet werden, an dieser himmlischen Steckdose angesteckt werden. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte diese Taufe, diese Kraft im Heiligen Geist, dann heb doch mal kurz deine Hand. Wenn du sagst, ich möchte auch dieses Reden in neuen Sprachen, du hast das noch nicht und du möchtest das empfangen,
Ich frage ganz konkret, wenn du dich ausstreckst nach den Gaben des Geistes, die Taufe im Heiligen Geist, das Reden in neuen Sprachen, streck deine Hand aus, einmal ganz die rechte Hand mal, damit ich das ganz klar sehe. Okay, ihr habt euch gemeldet. Ich bitte euch, nach vorne zu kommen hier jetzt. Ich werde euch nicht beißen, ich werde euch nicht auffuttern. Das Mikro werde ich nicht dran halten. Kommt einfach nach vorne hier. Halleluja, boah. Halleluja. Noch einmal ganz konkret. Wenn du die Gaben des Geistes hast, wenn du in Sprachen betest, wenn du Gottes Stimme hörst, hast du die Taufe im Heiligen Geist. Da musst du nicht hier vorne stehen. Aber wenn du dich nach der Taufe im Heiligen Geist, das Reden in neuen Sprachen und alle anderen Gaben ausstreckst, dann bleib hier vorne stehen. Ich bitte jetzt geistgefüllte, in Zungen redende Geschwister, einmal hinter jeden zu kommen, der hier vorne steht. Stellt euch einfach hier in diese Reihe auf, damit die Leute wissen, so kommt ein bisschen nach vorne. Und hinter jedem bitte einfach ein Beter. Hinter jedem hier, wir brauchen noch ein paar. Zur Not können auch zwei beten. Halleluja, hier. Was? Ja. So, wir machen es jetzt mal kurz und knackig, ja? Es gibt eine Bedingung, um im Geist getauft zu werden, und das ist, an Jesus zu glauben. Habt ihr? Amen. Boom. Also steht dem nichts mehr im Wege. Wir nehmen Errettung im Glauben an, und so dürfen wir auch die Taufe im Heiligen Geist im Glauben annehmen. Bei einigen wird es so sein, dass ihr die Kraft Gottes spürt, euch wird warm werden und was weiß ich nicht alles vielleicht. Und die anderen werden sagen, ich spüre gar nichts. Aber nimm das im Glauben an. Wir beten gleich ein kurzes und knackiges Gebet. Und nimm das im Glauben an, dass du in diesem Moment getauft und gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und in diesem Moment spürt der eine vielleicht irgendwelche Silben und Worte, sprich sie aus. Und wenn du keine Silben und Worte spürst in dir, dann vertraue Gott. Beginne du. Und wenn es ba, ba, ba und lululu oder was weiß ich was ist, aber vertraue Gott, dass der Herr das tut, worum du gebeten hast. Und der Geist Gottes wird dich umhüllen mit Kraft. Und jetzt betet dieses einfache Gebet. Und wenn ihr hinter den Leuten steht, dann gleich, wenn wir dieses Gebet gebetet haben, legt ihnen die Hände auf und betet für sie in neuen Sprachen, okay? Und auch die, die ihr hier steht, streckt eure Hände aus und betet in neuen Sprachen. Und wenn du hier stehst und sagst, boah, ich will das auch, aber du bist nicht vorne, Gott möchte es dir auch oben geben und auch im Livestream, ja? So, jetzt beten wir einmal gemeinsam. Jesus, du bist der Täufer im Heiligen Geist. Und ich bitte dich, taufe mich im Heiligen Geist und bewirke deine Gaben im Namen Jesu. Und jetzt legt ihn die Hände auf, fangt an, in neuen Sprachen zu beten und ab diesem Moment bitte kein Wort mehr Deutsch. Deutsch hat hier nichts mehr zu suchen. Wir wollen jetzt in der Sprache des Himmels, in der Sprache des Himmels sprechen. Und jetzt fangt an, in diesen unaussprechlichen Seufzern zu sprechen.
weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Wirke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Ich öffne mein Herz weit. Was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Oh. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Wirke, was nur du
mein Herz weit für dich, Herr. Bewirke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Ich öffne mein Herz weit. Mein Herz weit für dich, Herr. Bewirke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Ich öffne mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit. Halleluja, der Geist Gottes ist hier. Und wenn ihr jetzt diese Silben empfangen habt, ja, wenn ihr diese Sprachenreden empfangen habt, dann ist das nur der Anfang. Gott will dir noch viel mehr geben, noch viel mehr. Und wenn du online auch getauft wurdest im Heiligen Geist, schreib doch mal eine E-Mail. Wenn du Gottes Stimme gehört hast, wenn du Heilung erlebt hast an deinem Körper. Ich möchte dich jetzt ermutigen, das, was du empfangen hast, der Heilige Geist hat dir das gegeben. Lass es dir nicht abreden, ja? Bete weiter darin. Und wenn du zu Hause bist, möchte ich dich ermutigen. Bleib dran, bete. Die Fülle der Kraft hat dich umhüllt. Nimm das im Glauben an. Bete weiter und es wird Auswirkungen haben. Und Menschen werden die Kraft Gottes durch dich erleben. Amen. Und wir wollen jetzt Jesus danken für das, was er getan hat hier an den Leuten. Geist Gottes, ich danke dir, Herr, dass du gewirkt hast und ich danke dir, dass du weiterhin noch wirken möchtest. Und ich bete, Herr, und ich habe das Gefühl, dass einige Leute wirklich hier bleiben werden. Ich glaube, das hatten wir auch vorhin und die Leute hier den Eindruck, dass es Leute geben wird, die hier in der Gemeinde sind und weiter noch beten, weil sie den Eindruck haben, boah, hier passiert was. Ich möchte dich ermutigen, bleib im Gebet dran, aber halt das fest, was der Herr jetzt getan hat. Im Namen Jesu, Amen. Überwältigt, wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu. Werf die Ängste über Bord. Sehne mich nach einem Stück vor. Ich will, dass deine Liebe mich umgibt. Überwältigt, wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu. Werf die Ängste über Bord. Sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Am Abend, ich
atme dich ein. Du lebst all mein Sein. Niemals hast du gezögert. Schenkst mir all deine Liebe. Sie ist süßer denn je. Herr, ich weiß, mein Herz will mehr von dir. Mein Herz versucht neu nach dir zu gehen. Alles dir. Ich will, dass deine Liebe mich umgibt. Überwältigt, wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Dafür öffne ich mich neu, wirf die Ängste über Bord, sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Oh, 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 wie sehr ich sie liebe. Zu mir, Herr, nur um dich soll es gehen. Ich halt inne und höre, nichts lenkt mich ab. Herr, ich weiß, mein Herz will mehr von dir. Mein Herz sucht neu nach dir, so geb ich alles dir. Umgibt, überwältigt, wie du bist. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu, werf die Ängste über Bord, sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Oh,
mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Bewirke, was nur du kannst. Jesus, nur dein Wille soll geschehen. Ich öffne mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich, Herr. Gegenwart des Heiligen Geistes. Und es ist wohltuend, wie er zu uns gesprochen hat durch Ronaldo, Herr. O Jesus, ich bitte dich, was du angerichtet hast heute, das Werk in den Herzen von uns, Herr. Das angefangen hast zu tauchen, aber vertiefe das, Herr. Wir wollen nicht vergessen, was du für uns getan hast. Und wer noch möchte, in dieser guten Atmosphäre bleiben, ist gern eingeladen bleiben, hier noch zu bleiben. Alle anderen möchte ich im Gebet entlassen und wünsche Gottes Segen. Jesus, begleite uns jetzt nach Hause möchten oder was vorhaben. Gebe dir Schutz mit dem Segen nach Hause. Aber lass dein Wort, das wir heute gehört haben, weiterhin in unserem Herzen brennen, oh Jesus, Herr. Danke dafür, dass wir Pfingst erleben dürfen, Jesus. Und du bist uns alle Tage nah. Amen. Holy, holy, holy. Du bist heilig.
Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe. Durch deine Gnade, Herr,
Halleluja, Jesus, wir stehen voll Staunen vor dir. Heiliger Geist, wir genießen deine Gegenwart, wir genießen deine Nähe. Wir genießen dich, oh Herr. Und wenn wir so in deiner Nähe stehen, dann verstehen wir, warum David geschrieben hat, ein Moment bei dir ist besser als 1000 Tage, Herr, weil du bist Fülle, du bist das Leben, du bist pure Liebe, Herr, und wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr. Du bist unfassbar gut und du gehst mit uns, egal wohin wir gehen. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Wenn du noch hier bleiben möchtest, ist sicherlich noch ein Moment die Türen offen, so dass du auch noch hier bleiben kannst. Wenn du noch mit Gott 1:1 sein möchtest, dann nutz die Zeit, mach das gerne. Vielleicht spielt der Christian noch einen Moment weiter und wir beenden den Gottesdienst. Genau, hier steht bis nächste Woche. Wir wünschen euch eine gute Woche und wir sind gespannt zu hören, was der Geist Gottes, wo er uns hinleitet, um Leben zu bringen in unser Umfeld hinein. Wir sind gespannt, von den Stories zu hören, was der Geist Gottes in unserem Umfeld bewirkt. Amen.
I worship.